Bis auf Patrick Geiger, der in Freiburg eine Spieldauerstrafe erhalten hatte, und die langzeitverletzten Benjamin Frank und Markus Ruderer konnte Trainer Edi Uvira diesmal wieder alle Cracks ins Rennen schicken. Gegen die Oberpfälzer ist ja noch eine Rechnung aus dem ersten Match offen. Damals unterlag Fayer kurz nach dem Trainerwechsel sang- und klanglos mit 1:6. Aber der IVR ist derzeit bärenstark. Mit 9:3 gegen Weiden schoss man sich am Freitag für diese Begegnung warm. Übrigens der 5. Sieg in Serie. Und auch hier erwischte der Tabellenzweite vor der tollen Derby-Kulisse von 1.225 Fans den besseren Start. Andreas Tahedl hätte hier nach einer eher vorsichtigen Anfangsphase das 1:0 machen können. Uvira not amused vom zu laschen Einsatz seiner Defensive in dieser Szene. Die Offensivbemühungen der Hausherren auch noch nicht das Gelbe vom Ei. Dieser Schuss von Nico Wolfgram wird nur durch die Unsicherheit von Goalie Martin Sinnebulk interessant. Regensburg aber insgesamt mit der besseren Spielanlage und deshalb die 1:0-Führung nach 14 Minuten nur folgerichtig. Mit Andreas Pielmeier trifft ein Ex-Deggendorfer, aber das ist ja auch nicht so schwer, sind ja insgesamt 7 Stück im Regensburger Kader. Sandro Agricola, der am Freitag sage und schreibe 56 Schüsse auf sein Tor bekam, erstmals geschlagen. Und die Gäste legten sofort nach. Nils Hanfstingel wegen eines Checks von hinten für 2+10 in der Kühlbox. Und das Powerplay nutzt Peter Fiesal zum 2:0 nur eine Minute nach der Führung. Fayer zwar geschockt, aber trotzdem um eine sofortige Antwort bemüht. Youngster Manuel Widra fehlt hier allerdings die nötige Kaltschnäuzigkeit, um Sinnebulk zu bezwingen. Wie schaut's eigentlich mit den Emotionen in diesem Derby aus? Wolfgram und Marcel Brandt hier in inniger Weihnachtsumarmung. Nee, Spaß beiseite, bis dahin ein völlig faires Derby ohne Nicklichkeiten. In der 19. Minute übertrieben es die Hauserin aber mit dem Fairnessgedanken. Wer einem technisch so versierten Spieler wie Martin Ančička den roten Teppich ausrollt, braucht sich nicht wundern, dass dieser die Einladung dann auch annimmt. 0:3, wenn nicht gerade Deggendorf Fayer und der EV Regensburg beteiligt wären, könnte man von einer Vorentscheidung sprechen. Aber Fayer hat diese Saison schon mehrfach Rückstände, sogar auch mal ein 0:3 gegen Tölz aufgeholt. Regensburg dagegen hat heuer einmal ein 6:3 in Füssen verspielt oder auch ein 4:0 gegen Erding. Die Gäste also gewarnt, von Zurücklehnen auch im Mittelabschnitt keine Spur. Fayer bemüht, allerdings hatte das Freitagsmatch offenbar doch Spuren hinterlassen. Vor allem im Abschluss fehlte auch weiterhin die letzte Konsequenz. Dann die 28. Minute und die einzige unschöne Szene der Partie. Michael Welter checkt den stolpernden Youngster Leo Polonius in die Bande. Das hätte übel ausgehen können. Die Spieldauerstrafe gegen Welter also folgerichtig. Doch Fayer konnte mit der 5-minütigen Überzahl wenig anfangen. Zudem zeigte sich Sinnebulk wie hier gegen Nick Soratzky in hervorragender Form. Auch nach 40 Minuten blieb's also beim 0:3. Im Schlussabschnitt das gleiche Spielchen. Fayer versuchte nochmal was, der EVR lauerte auf den entscheidenden Konter und der kam in der 43. Minute. Der überragende Picher, der an allen drei Toren im ersten Drittel als Assistgeber beteiligt war, trägt sich jetzt selbst in die Torschützenliste ein. Das 4:0 war die endgültige Entscheidung. Auf alle Fälle, wir haben gewusst, dass Deggendorf oft 3-4-0 zurück in ein Spiel gekommen ist und diese 4:0 war ganz wichtig, weil ja, es kann alles in Eishockey passieren und wir haben schon einen 4:0 Vorsprung schon verspielt und dieser 4:0 war für uns ganz wichtig. Also wir haben ja schon in Regensburg eine Klatsche mit 6:1 bekommen und also Regensburg ist für mich und auch für die Jungs in der Mannschaft eigentlich das beste Team der Liga. Die werden auch Peiting noch überholen. Ich glaube, dass die nicht viel Gegner in der Liga haben. Die werden da vorne dann weitere Kreise ziehen. Die sind einfach top besetzt und die machen ihre Aufgabe gut und ja, das hat man heute einfach gesehen. Es war einfach die bessere Mannschaft heute, ja. Das Bemühen kann man Fayer, wie gesagt, nicht absprechen. Aber wenn selbst Zaubermaus Andrew Shembry solche Chancen, die er normal im Schlaf macht, nicht verwertet, dann weiß man, dass an diesem Tag nichts läuft. Und so machte Brandt mit dem 5:0 in der 52. Minute endgültig den Deckel drauf. Ein Ehrentreffer für Fayer wäre zwar schön gewesen, sollte aber nicht sein. Am verdienten Sieg der Gäste gab es aber überhaupt nichts zu deuteln. Kurz und bündig, die bessere Mannschaft war Regensburg, die haben verdient gewonnen heute. Wir haben halt nichts dagegen zu halten gehabt, weder defensiv noch offensiv. Vielleicht waren wir ein bisschen platt von der langen Auswärtsfahrt, aber es sollte keine Ausrede sein. Regensburg war einfach besser heute. Ja, ich würde sagen, wir haben alles umgesetzt, wie wir spielen wollten. Es ist ganz gut gelaufen von Überzahl, Unterzahl. Wir haben taktisch sehr diszipliniert gespielt und das war fast ein perfektes Spiel bei uns.
In dieser aktuellen Form sind die routinierten Regensburger sicherlich nur sehr schwer zu schlagen. Feuer bleibt trotz der Klatsche Tabellendritter mit 3 Punkten Vorsprung auf Platz 5 und sogar deren 14 auf die Nicht-Playoff-Plätze. Regensburg hat dagegen an diesem Wochenende punktemäßig mit Spitzenreiter Peiting gleichgezogen.